Hallo, da sind wir schon wieder. Baltion, Hallo. wir haben deinen Staff. Ich bringe die Ingredienzien für deinen Trank. Zeig sie mir. Also, das Ei eines Minecolas. Richtig, das Herz eines Steinbolens. Hier ist es, die Zunge eines Feuerbrands. Da haben wir sie und ein Kronstöckel. Genau, hier ist es, eben. Das ist alles. Was ich brauche. Ausgezeichnet. Erhalte ich nun deine Zustimmung, Meister? Ja, du hast unsere Bruderschaft gut gedient. Zweifelsohne bist du würdig, einer von uns zu werden. Geh zu Balor an und sag ihm das. Okay. Genau das habe ich auch gemacht. Puh. Das Lager wuchs heran. Mehr Männer kamen dazu. So. Es schlägt sich ja so einiges. Gefolgt. Die Visionen wurden deutlicher. Ich habe so etwas doch war die geistige Kraft jetzt der haben wir, glaube ich, alle. Jetzt speichere ich einfach nur mal hier. Zur gleichen hey, Zeit du. Machten sich die Novizen auf in die Lager. Möchten natürlich hey, sehen. Wie steht es um deine Zustimmung, Meister? Wenn du wissen willst, ob ich deinem Beitrittsgesuch zustimme, dann ist meine Antwort positiv. Ich denke, du bist dieser Ehre würdig. Meine Zustimmung hast du also. Glaubst du wirklich? Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Ja, was haben die anderen Bals gesagt? Baal Kadar ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Gar nicht schlecht. Und? Baal Tyon sagt, ich habe mich als würdiger Diener erwiesen. Und er stimmt meiner Aufnahme natürlich zu. Weiter? Baal Namib hält mich für einen gelehrigen Schüler. Er hat gesagt, ich sei bereit, die Robe zu tragen. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens vier der Baals dich für würdig erachten. Was sieht denn sowas? Du! Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Hier ließen sie sich nieder. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wir haben den Baal noch in Ding. Wir haben noch den Baal in der Stadt. So, aber wir werden trotzdem was anderes machen. Wir gehen zu Ona in die Krypta. Und zwar mit vollem Mana. Einmal Unwetter und einmal Feuerregen. Das liegt doch auf der Hand. Das ist doch nichts Neues. So. Möchte ich da nämlich noch ein bisschen Stuff machen? Dass ich Orks besiegen kann, das eröffnet mir gerade ganz neue Möglichkeiten. Jetzt müsste ich nur noch die Waage ordentlich treffen. Deswegen bräuchte ich mehr im Einhandkampf. Wenn jeder Hit trifft, ist das super. Aber aktuell ist halt die Chance von 35%, dass ich nicht treffe, zu hoch. Für mich persönlich. Naja. So, also wir könnten uns jetzt so rein theoretisch dem Wassermagier, den Nekromanten schon anschließen, den Söldnern, der Miliz sowieso. Feuermagier, braucht man bloß Ding. Fehlt nur noch der eine Baal. Und dann können wir uns allen Lagern anschließen. Haben wir überall die Quest gemacht. Dann könnten wir uns noch natürlich uns überlegen. Thank you.
ob wir die Händlergilde jetzt noch machen wollen und die Mördergilde, bevor wir nach Janke da gehen. Oder nicht? Ich glaube, ich muss damit Feuerregen machen. Statt. Also, dass alle Skelette verbrennen. Ach, die Kämpfer, das ist natürlich. Das ist natürlich härter. Nein, nicht Unwetter. Tatsächlich Feuerregen. Ich glaube, der funktioniert da besser. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Muss ich da... Okay, wisst ihr was? Ich probiere es anders. Ja, nee, aber das schaffe ich nicht. Ich ziehe wieder von dannen, weil da kommt ja der Boss dann auch noch. Und wenn ich nicht mehr mit dem Feuerregen die normalen Skelette schaffe, ja? Wie soll ich dann dem... Alter, hüpft da hoch! Wie soll ich dann quasi... Ja, wie soll ich ihn dann den Boss besiegen, ohne Untoten vernichten? Das ist was für später. Bring du mir mal... Nee, ich geh zu... Wie viel XP fehlen mir noch? Ah, zu viel. Ich geh zu Kurt. Meinst du, mir geht es besser? Das hätte er auch selbst. Es war genau so, wie du sagst. Er musste es ja besser wissen. Und dann probiere ich nochmal Sentenza. Bring... Ich kann dich um... Ich ver... Aha. Du bist schon besser. So, 66%. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann gönne ich mir. Ja, eine Tollkirsche. Die einen Ausdauerer. Also ich habe gut Leben. Ja. Prinzipiell müsste ich jetzt Sentenza auch schaffen. Wenn ich Sentenza hier den anderen, den da, Silvio. Scheiße! Das tat weh!
fertig! Fuck. Okay. Machbar. Ist machbar, wenn er nicht im Stuhl drin backt. Ich müsste nur richtig gute Hits. Die Haut. Scheiße! Das tat weh. Team. Nicht schlecht. Und ich darf da nicht hängen bleiben hinten an dem blöden Kack. Ich schaff den, Leute. Ich schaff es. Weg mit der... Die Haut. Die Haut. Hör nicht auf. Wehr dich. Nicht schlecht. Ich will's schaffen. Es gibt... Es lässt mir einfach keine Ruhe. Die Haut. Ja, gib's ihm. Ja, es ist jetzt schon wieder... Nicht schlecht. Ihm eine Lehre sein. Ich komm wieder. Mit mehr Stärke. Haut ab. Bin sauer. Meine Meinung will ja keiner hören. Er weiß ja nicht mal, wie ein Schwert. Er stellt sich das immer so einfach vor. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich bin sauer, Bauer. Wollt ihr wohl damit aufhören? So. Ja. Was ist jetzt so der Plan? Wie stimme ich den Ball für mich? Er hat auf die falschen Leute gehört. Das ist kein Geheimnis. Ist das wirklich wahr? Wie stimme ich den Ball für mich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt echt keine Ahnung. Wie bringe ich den dazu, dass er mit mir redet? Sie mich mir vorhin stellen und eine rauchen. Oh Mann. Ich glaube, das probiere ich einfach. Ich glaube, ich versuche es einfach. Denn... Na, was soll schon passieren? Mal ein bisschen zum Kraut hier. So. Bisschen schneller unterwegs. Wir hätten uns auch teleportieren können. Fällt mir gerade so ein. Wahrscheinlich schneller gegangen. Okay.
Alles klar. Oh. Okay. Wir speichern. Sumpf, 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 Sumpf. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Schade. Ah, Pal, siehst du das? Hm. Alles klar. Nichts? Gar nichts? Hey, du! Ja, gut. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Bartok. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz. Ich habe die Wälder und Wildnis für in der Umgebung der Stadt was zu meiden. Was ist passiert? Des Weiteren ist ich möchte dich nicht Kontakt allzu sehr aufregen, aber ich fürchte, dass dein Freund Truga nicht mehr zurückkommen wird. Strengstens wieso untersagt. Das? Wie kommst du darauf? Nun, die Sache ist die, er ist tot. Tot? Oh nein, das kann nicht sein. Wie konnte das nur passieren? Ich habe seinen Körper im Wald, unweit von Akkels Farm gefunden. Allem Anschein nach ist er während der Jagd auf einen kleinen Orktrupp gestoßen und wurde von ihnen in Stücke gerissen. Aber vielleicht hast du dich ja geirrt. Vielleicht war das gar nicht Truka. Daran gibt es keinen Zweifel, er hatte diesen Ring bei sich. Ja, das gehört tatsächlich ihm. Dann ist es also wahr, mein einziger Freund Truka ist tot. Das tut mir leid. Schon gut. Daran lässt sich jetzt auch nichts mehr ändern. Es war wohl sein Schicksal. Jedenfalls danke, dass du mir seinen Ring gebracht hast. Ich werde ihn als Andenken an meinen guten, alten Freund behalten. Von nun an wird er immer bei mir sein. Auch wenn das nur ein schwacher Trost ist. Tja, ich verstehe. Hört ihr Bewohner von Korinis? So, Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens, dann lassen wir uns jetzt ein paar Suppen kochen. So. Ja, interessant. Ach, erzähl mir nicht sowas. Was du nicht sagst. Egal. Edda. Koch mir eine. Nichts leichter als. Das ist doch kein Koch mir. Nichts. Koch. Nicht. Koch. So, bis Koch wir keine nicht. Dinge Koch mehr haben. Koch. Nicht. Ich hab was anderes. Koch mir ein. Nichts leichter. Okay. Koch mir. Bring mir erstmal. Gut, Suppe. Das wird noch viel schlimmer. Ach, erzähl mir nicht sowas. Nichts leichter. Ich hab was anderes gehört. Nicht. Und wir machen nochmal 10 Stück. Nichts leichter als das. So. Haben wir ein bisschen gekocht. So, die werden wir jetzt so im Laufe der Zeit immer mal wieder verspeisen, geben uns auch Boni. Hey, du. Zeig mir deine Fische. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Kaufen wir. Nur Inos. Ich gebe 4. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So. Von mir erfährt keiner was. Ich habe mir das schon gedacht.
Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Was tun wir jetzt? Wir fragen mal, was wir machen müssen, um hier aufgenommen zu werden, bei der Miliz. Musst du den Gefangenen? Gut. Du kannst rein. Aber denk dran, wenn du versuchst, eines der Gitter zu öffnen, werde ich Alarm schlagen. Ich werde es mir merken. Okay. Was willst du hier? Ich will zu den Gefangenen. Zurzeit sind alle Zellen leer. Kann nicht sein. Fernando muss hier irgendwo. Ist halt tatsächlich alle Zellen leer. So. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Ein ehrenwertes Anliegen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Mhm. Also da hat sich nichts geändert. Wollen wir uns anschließen? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Wollen wir uns dort anschließen? Oder nicht? Denn hast du noch Untoten vernichten eigentlich? Das ist ja interessant. Hey! Wer sagt denn sowas? Zeig. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ohne mehr schaffen, Wolf. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Hat jetzt noch Unwetter. Das darfst du keinem erzählen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Warte mal. Und es wird noch viel schlimmer. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Mein Mann sieht das anders. Leute, ich bin gerade überfragt. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Was hast denn du eigentlich? Du hast gebratenes Fleisch, die kaufe ich mir. Ich habe was anderes gehört. St. Baltram eigentlich im Angebot? Er sollte lieber den Mund halten. Der erzähle ich gar nichts mehr. Zeig mir. Nichts, aber. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Warum soll ich mich denn? Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das habe ich schon immer gesagt. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Mein Mann sieht das anders. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung.
Und von Ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Wirklich? Das ist ja interessant. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Mehr. Ich kann Korinnes zurzeit nicht verlassen. Hier, alles weiter. Nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Drei Flaschen sollten es schon sein. Er erzählt alles weiter. Mhm. Das war alles, was ich wissen wollte. Das ist ja schrecklich. Okay, dann gehen wir mal zu Skibidi Doodle. Machen das noch. Und dann entscheide ich mich spontan, wo ich mich anschließe. Ja. Weil ich werde auf jeden Fall den Speicherstand machen, gildenlos. Oder ich gucke nach, wo, wie ich den Ball beeindrucken kann. Da könnte man auch mal hinschwimmen. Da zu der Bucht. Kennst du jemanden mit einer Augenklappe? Ich kenne eine Menge Männer mit Augenklappe. Da gibt es so jemanden, der über das Land von Korinnes läuft und der scheint dich gut zu kennen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Männer, mit denen ich zu tun habe, sind keine Landratten. Aber... Hör schon auf, mich interessiert das wirklich nicht. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will drei Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm zwei Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Okay. Okay. Ich schwimme da hinten mal hin. Da ist auch noch ein Schiffswrack. Vielleicht finden wir dort ja was. Speichert habe ich ja. Hier, genau. Wenn wir nichts finden, dann gehen wir einfach wieder von dann. Hier, also vielleicht, ich habe immer noch da die Hoffnung, dass hier irgendwo mal so Höhlen sind oder was. Kann ja nicht sein, dass ich hier so gar nichts finde. Ja. Ist wieder ein Rochen. Gut, hier ist halt wirklich nichts. Dann gehen wir mal zum Schiffchen. Da schwimmen ein paar Wasser einfach nur so in den Stein.
Interessant. Da liegen Fische rum. Ich meine, das hilft mir halt nichts. Selbst wenn hier irgendwas wäre, ich könnte es nicht aufsammeln. Tja. Nun gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da schließen wir uns jetzt einen der Lager an, ja. Und ich entscheide mich jetzt dann einfach dann für eins. Also, bis dahin. Tschüss.